Hallo zusammen, willkommen zum nächsten, willkommen zum zweiten Versuch in der frisch gestarteten Skat Master Saison Tritt zu fassen. Das Ziel ist es, ein Ticket zu lösen fürs große Finale in Berlin im nächsten Sommer. Das allerdings ist nicht so leicht, denn es bedarf nichts weniger als einen Platz unter den ersten drei eines Wochenturnieres. Und weil man das beim Skat erfahrungsgemäß nicht erzwingen kann, braucht es einen langen Atem. Den bringe ich mit. Erste Woche hat gar nicht hingehauen. Jetzt schauen wir uns im zweiten Turnier mal an, was die Karte bringt. Ran an den Tisch, ran an den Feind. Kurzer Seitenblick hier auf die Konkurrenz sei gestattet. Obwohl das Turnier noch gar nicht so lange läuft, hat hier schon wieder ein Spieler über 2000 Punkte erzielt. Depot 23, guter Bekannter, mit dem habe ich auch schon ein Finale gespielt. Also Glückwunsch schon mal zu diesem guten Ergebnis. Das soll dann aber auch reichen an Seitenblicken, denn erstmal musst du bei dem Turnier dein eigenes Süppchen kochen. Du musst erstmal Punkte aufs Parkett bringen und dann kannst du gucken, wie du dich in dem Turnier einsortierst. Die erste Hand ist natürlich ausgesprochen verheißungsvoll, ein lupenreiner Grand Hand. Mit Schneiderchance, sogar mit einer Schneider-Schwarz-Chance, wenn dann alles ordentlich verteilt ist. Keine Gegenwehr beim Reizen, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja, für eine Schneider- oder gar Schwarz-Ansage ist es dann natürlich doch zu riskant, wo ich eine Farbe nicht habe und nur zwei Buben. Aber der Grand Hand hat natürlich alle Chance, trotz alledem Schneider zu werden. Also, Karo können wir stechen. Dann gucken wir mal, was die Buben sagen. Die Buben sind nicht verteilt, allerdings hat Spieler 2 den Pik-Buben gelegt. Wenn er mich damit nicht anschmieren will, dann ist der Herz-Bube wohl im Keller. Und das sehen wir hier in dem Stich. Wahrscheinlich will er mich nicht anschmieren. 14 Augen hätte er wohl nicht laufen lassen. Damit ist die Schneider-Chance natürlich auf jeden Fall noch intakt, sogar die Schwarz-Chance. Allerdings sehen wir es hier, Spieler 2, der klammert sich am Herz-König fest, das ist schon zu sehen. War vielleicht auch gar nicht so schwer, wo Spieler 1 die blanke Herz-Dame hat fallen lassen. Dann müssen wir also hier leichte Abstriche in der B-Note hinnehmen und bekommen nur 96 Augen. Das allerdings sind natürlich Punkte, die nimmst du sehr gerne mit. Ein leichtes Spiel, ein leichter Sieg und eine schöne Hausnummer für den Start. Im zweiten Spiel hier ein Nullansatz. Karo sieht schon ganz gut aus, Herz sieht schon ganz gut aus, nur in Kreuz noch ein wenig Schwierigkeiten. Die sollen natürlich durch den Skat gelöst werden. Nun ist es allerdings gar nicht so wahrscheinlich, dass ich mit dem Blatt für Null rankomme. Naja, wo ich keinen Pik habe, vielleicht ist er gerade bei 22 raus. Nein, ist er aber nicht. Und dann bin ich raus. Null ouvert kann ich damit auf keinen Fall reizen. Also kann ich schon, aber das Chance-Risiken-Verhältnis ist einfach kein besonders gutes. Und jetzt sehen wir auch, beide Kollegen sind noch interessiert und damit wird es natürlich auch für mich wieder interessant, wo ich auch eine Farbe gar nicht habe, wo ich eine lange Farbe habe. Das könnte im Gegenspiel einiges an Chancen bedeuten. 33 reizt mein Partner in Hinterhand, okay, der wollte wohl den Pik. Überraschend jetzt, Spieler 2, der will auch den Pik. Und ja, dann kann es natürlich ein heißer Ritt sein werden, dann sind die Trümpfe sicher relativ einseitig verteilt. Ja, und das ist natürlich hier schon eine Überraschung. Mein Partner nimmt gleich den ersten Trumpfstich mit. Also entweder es ist hier doch tatsächlich sowas Heftiges wie ein Acht-Trümpfer, das scheint aber nicht der Fall zu sein, denn mein Partner zieht sofort Trumpf ab. Ja, da äußere ich mich mal erstmal nur mit dem Karo-König. Ich weiß noch nicht genau, wo das hinführen soll. Sicher hat mein Partner noch die beiden anderen Buben. Hat er jetzt 4 Trumpf dagegen oder etwa noch mehr? Also mit dem Karo-König zeige ich auch wunderbar mein Herz-Ass an. Ja, und jetzt guckt euch das an, da kommt schon der Pik-König. Also wenn Spieler 2 mich jetzt nicht bluffen will, dann hat er nur 4 Trumpf und dann wird er gleich die Trumpf 10 verlieren. Mein Partner dann 6 Trumpf dagegen. Das ist natürlich wunderbar, dann können wir langsam mal die Kreuz 10 fallen lassen. Damit zeigen wir die zweite Farbe, in der wir das Ass nicht haben. Jetzt das nächste Bild, also das Spiel, das kann natürlich nicht funktionieren. Oh, nun wird Kreuz getroffen. Herz hätte ich natürlich lieber gesehen. Ich glaube, dann hätten wir noch einen Stich mehr gemacht. Denn so ist natürlich klar, dass jetzt Feierabend ist, dass jetzt nur noch Herz und Trumpf bei meinem Partner sind. Ja, also wenn er dann nach Kreuz und Karo-Wimmlung auf Herz trifft, dann bleibt der Spieler, denke ich, Schneider, dann kriegt er noch einen Stich weniger.
weil ich den zweiten Herz hätte übernehmen können. Aber da wollen wir mal nicht piefig sein. Für mich war es ja jetzt ein leichter, ich will nicht sagen unverdienter, aber ein leichter Erfolg, hier diese 40 Punkte mitzunehmen. Das Spiel hat wohl der Spieler in Vorhand sehr optimistisch bewertet. Und ja, das sind natürlich auch keine Punkte, die man dann verachtet. Das sind Punkte, die brauchst du genauso sehr wie die Punkte von eigenen Spielen. So, nun haben wir hier einen Peak-Ansatz. Vor allen Dingen interessant, weil ich kein Stück Herz habe. Vielleicht komme ich dann tatsächlich ran für 22. Auf jeden Fall muss ich natürlich die 20 halten. Ein Herz will ich mir hier nicht anschauen, aber nein. Spieler 2, der hat wieder mehr zu bieten, und weil meine Beikarte natürlich auch noch alles andere als ein Gedicht ist, bin ich dann gar nicht so unglücklich, dass ich hier bei 22 dann auch aus der Nummer wieder rauskomme. So, nun schauen wir mal, was ein Grang zu sagen hat. Immerhin habe ich zwei Buben und eine Farbe frei. So, Pik erstmal ins Ass getroffen. Dann geht er aber direkt über die Dörfer, zieht keinen Buben. Ja, ich werte das erstmal als gutes Zeichen. Herz, Ass kann nicht stechen. Und das hoffe ich natürlich, dass er Pik Lusche in der Hand hat. Ja, Pik Lusche nicht gedrückt. Wunderbar. Oh, hier eine kleine Überraschung. Warum sticht mein Partner die stehende Pik Dame? Hat er Pik Ass, Pik 10, Pik König vergessen, dass das eine Stehkarte war? Das irritiert mich schon. Und vor allen Dingen, wo der Alleinspieler offenbar nur diesen einen Buben hat, hätte mein Partner doch eigentlich die Chance nutzen können, hier nochmal günstig abzuwerfen. Kreuz zum Beispiel oder Karo. Aber okay, er hat gestochen. Vielleicht hat er da ein bisschen den Faden verloren. So, Kreuz König ist hoch. Aha, und Karo 10 ist auch hoch. Gut, also ich habe Rest. So viel ist zu erkennen. Alles Stehkarten. Wenn jetzt Herz 10 nicht gedrückt ist, und das ist sie offenbar nicht, dann sollte es für uns lang. Dann kann der Alleinspieler jetzt noch nicht genug haben. Ja, also diese kleine Unschärfe, die konnten wir bei diesem Spiel sogar locker vertragen. Kann man also sagen, ein gelungener Einstand für mich hier. Spieler 2, der hat eine ganz wilde Partie hier gereizt. Das war nicht zu seinen Gunsten, aber ich beklag mich nicht. Die Spiele, die ich hatte, waren nicht gut. Da nehme ich lieber diese 40 Punkte mit. Und damit ist der Start ins Turnier auf jeden Fall geglückt. Im zweiten Päckchen, kurze Zwischenbemerkung, kam jetzt gar nichts. Da kam drei Spiele lang keine reizbare Karte, auch nichts von der Seite. Das waren alles, ja, ich will nicht sagen langweilige, aber doch souveräne Vorträge. Die habe ich jetzt mal rausgenommen zugunsten eines für euch hoffentlich interessanteren Päckchens. Hier geht es jetzt nämlich im dritten Päckchen wieder los. Nachdem ich eben gerade drei Spiele gar nichts bekommen habe, bin ich wieder in Reizlaune und ziehe dieses Ding hier auf jeden Fall schon mal bis 33 hoch. Das ist sicher auch ein Tick weit frivol, das ist natürlich ganz hart am Wind gesegelt. Ich komme aber gar nicht ran, und naja, wenn ich angekommen wäre, hätte ich halt mal schauen müssen, ob das dann ein Pik wird oder ob es ein Kreuz oder Herz ohne 6, ohne 5, irgendwie sowas in der Art wird. Jetzt wird es ein Grang. Ja, Gegenfarbe gezeigt, Pik kommt zurück. Ich habe hier schon kurz die Pik 10 in der Hand gehabt, habe aber dann gedacht, nee, dann liegt da ein Voller und ein Bild. So leicht machen wir es dem Alleinspieler nicht. Vielleicht hat mein Partner noch einen Buben, und ja, es sieht alles irgendwie danach aus. Der Alleinspieler wirft auch so ein bisschen querbeet weg. Jetzt hat er den zweiten Karo abgeworfen. Also einen hat er sicher noch in der Flosse, sonst würde er nicht so kreuz und quer abwerfen. Ja, und damit würde ich mal meinen, also wenn mein Partner noch den Buben hat, dann gewinnen wir. Ja, da ist es passiert. Karo 10 wird gestochen. Er hätte sicher, nicht Karo 10, ein Voller wird gestochen. Er hätte auch noch auf Karo 10 warten können, hätten wir noch mehr bekommen. Aber mehr als 60 brauchst du ja nicht, um zu gewinnen. Also erneut 40 Punkte eingesackt. Gut, das jetzt muss aber auch mal wieder mein Spiel werden, würde ich sagen. Es langt natürlich auf Dauer nicht, sich nur auf die 40 Punkte von der Seite zu verlassen. Die echten Punktbringer sind die eigenen Spiele, und da muss ich jetzt mal ins Risiko. Pik ohne 3 sind nur 5 Trümpfe, ist nur eine starke Beifarbe mit Karo Ass 10 König, aber es kann ja auch noch was liegen, und ja, muss ich einfach durchziehen, das Ding. Jetzt interessant erstmal, bei 33 komme ich ran. Was soll das denn bedeuten? Wir können es nur rausfinden, indem wir in den Skat schauen erstmal. Aha,
Kreuz 10 und 7. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Damit habe ich jetzt natürlich ein besseres Kreuzspiel als Pik. Ja, und jetzt muss man nur mal überlegen. Also Pik Lusche und Lusche drücken, sich das Spiel sozusagen richtig schön drücken, kommt für mich jetzt eher nicht in Frage. Erstens mal, weil ich dann gar nichts abzuschmeißen habe, und wenn Klein Herz mal auf den Tisch kommt, dann komme ich mit meinen 5 kleinen Trümpfen schnell zu kurz, selbst wenn Trumpf 3-3 oder 4-2 steht. Vor allen Dingen aber auch die 33er Reizung, wenn dann Spieler 1 tatsächlich 3 Pik hat im Spielverlauf und da mal Pik öffnet, dann wäre sonst ein voller sofort futsch, wenn Mittelhand sticht. Also Karo 10, denke ich, eine Absicherungskarte, habe damit immer noch eine geschlossene Beikarte und eine Pik-Lusche halte ich im Blatt. Ja, und dann hoffen wir einfach mal, dass die Trümpfe nicht zu einseitig stehen. Karo sehe ich schon mal gerne. Das ist eigentlich ein Traumaufschlag in meine stärkste Farbe rein. Und warum hat er das gemacht? Trumpf steht auch gut. Ja, weil er nämlich stechen wollte, weil Trumpf vermutlich sogar 3-3 steht, also Aal glatt. Gut, dann ist das natürlich ein Spielverlauf, der mir keine Schneiderchance gibt. Dafür ist das Spiel aber jetzt schon sicher gewonnen. Und das ist ja eigentlich alles, was man bei so einem teuren Spiel ohne 3 erwartet. Pik steht tatsächlich hier zu dritt. In dem Fall wäre ich natürlich mit einer anderen Drückung etwas besser gewesen, aber ob ich nun mit 76 oder mit 84 gewinne, das macht keinen Unterschied. Auf jeden Fall eine schöne Hausnummer, 48 Punkte. Ja, das sah eben schon ganz gut aus beim Verteilen. Kreuz Bube und zwei Asse schon in der Hand, aber im letzten Päckchen kommt dann nichts mehr. Damit kann ich hier höchstens schlank anreizen. Dazu komme ich aber schon gar nicht mehr, weil die beiden Kontrahenten hier schon bei 27 sind. Dann schauen wir jetzt, was unser Gegenspiel macht. Interessant schon mal, Kreuz Ass bei meinem Partner wird gestochen. Das heißt, ein Ass in der Beikarte hat der Spieler nicht. Außerdem wird er wohl mindestens ohne 2 spielen bei der Reizung. Das heißt doch, dass ich mit meinen roten Vollen hier sicher noch das eine oder andere bewegen kann. Mein Partner lässt mich am Stich, dann kläre ich natürlich erstmal die stehenden Herzkarten. Und Herz steht 2-2 bei den Kollegen. Das bedeutet natürlich, dass Herz jetzt alle raus sind und dass der Spieler, wenn er nicht gerade einen 7 Trümpfe hat, auch noch mindestens 2 Karos dabei hat. Und das ist der Grund, warum ich das genau einmal teste, indem ich einmal den Kreuzbuben abziehe. Ich will hier nicht nochmal ans Spiel kommen. Ich will auch gucken, wie viel Trumpf er hat. Da fällt Herz Bube, also Pik Bube dürfte noch bei meinem Partner sein und damit müssen natürlich 2 Karos beim Alleinspieler sein. Auf dem Herzkönig erstmal eine Chance für meinen Partner, einen Karo abzutragen. Und damit wird es für uns reichen, wenn mich nicht alles täuscht. So, genau so wird es gespielt. Karo Lusche, also wenn der Spieler mit der 10 raufgegangen wäre, dann hätte ich mit dem Ass mitnehmen können, dann hätten wir auch schon genug. So kann ich natürlich erst recht tauchen und die mit Sicherheit stehende Karo 10 einsammeln. Kriege ich sogar noch Kreuz 10 dazu. Also auch im zweiten Päckchen, fast wie im ersten, ein Spiel gewonnen. Zweimal 40 von der Seite, erfreuliche Geschichte. Das macht dann jetzt schon 400 Punkte. Dazwischen, wie gesagt, war auch noch ein Leerlaufpäckchen. Nichtsdestotrotz würde ich den Start ins Turnier mal als gelungen bezeichnen. Manchmal ist es gar zu einfach und wenn es auf dieser Welle weitergeht, dann sieht es doch gut aus. Und das tut es erstmal hier im vierten Päckchen. Das erste Spiel wieder ein verheißungsvoller Ansatz, mindestens ein Pik. Zur Not würde ich den aber auch noch höher reizen. Für 0 bin ich Besitzer, das lässt doch alle Chancen offen, aber nein, Karo König und Kreuz 9, das ist dürftig, das ist bescheiden, das ist so eine von den wenigen Findungen, die mich jetzt davon abhält, den Grang zu spielen, den ich mir eigentlich schon vorgenommen hatte. Klar kannst du den Grang auch noch machen mit Junge raus, aber der sieht doch dann alles andere als überzeugend aus. Dann lieber ein Kreuz, wenn da alles günstig steht, dann wird er im Schweinsgalopp gewonnen. Beim Grang hätte ich mich auf jeden Fall noch irgendwie recken und strecken müssen. So, einen vollen kriegen wir von der Seite. Das sieht also alles wie eine harmlose Verteilung aus. Ich könnte auch direkt Pik klären. Pik 9 ist hier noch so eine kleine Wimmelfinte. Es fehlt nur noch die Kreuz 8. Die steht allerdings bei Spieler 1.
Gut, Abwurf Pik Lusche. Wenn die jetzt blank war, dann gibt es noch eine theoretische Verlustchance. Dann müssten allerdings beide fehlenden Vollen auch noch bei Spieler 2 sein, und das ist offenbar nicht der Fall. Herz Dame wird nur gewimmelt, die sehe ich gerne, denn damit ist das Spiel gewonnen. Es gibt zwar noch einen Stich für die Gegner, aber der wird ihnen nicht reichen. Und hier Spieler 1, piefig, auf das eine Auge hat er hier noch Jagd gemacht. Diesen kleinen Erfolg gönne ich ihm natürlich gerne, denn 66 sind genauso viel wert wie 67 beim Skat. Das war also eine 36er Hausnummer für mich. Ja, und jetzt habe ich hier wieder so ein halbseidenes Ding. Ja, zwei Asse, ein Buben, noch eine 10, aber es fehlt doch, es fehlt irgendwie noch ein bisschen was. Die Chance ist nicht gut genug. Es fehlt der fünfte Trumpf, es fehlt der zweite Bube oder das dritte Ass. Schauen wir also wieder in der Gegenspielrolle nach, was zu holen ist. So, sechs Trumpf sind gesehen. Kreuz Ass war gesehen. Ah, das wird wohl hier nur für Schneider frei reichen. Bestenfalls drei Karos wohl noch dabei, der Alleinspieler. Dann können wir hier natürlich nichts gewinnen. Schnupp. So, 36, 33 und jetzt noch ein Spiel. Und dann in Mittelhand so einen Ansatz. Ein schönes Pik, würde ich erstmal sagen. 5 Trumpf mit Ass 10 Dame. Aber natürlich, es war zu befürchten, mir werden hier 23 geboten. Und das ist jetzt natürlich so eine Gewissensfrage. Also eigentlich ist es nur ein Pik. Aber will ich mir jetzt damit 0 angucken? Nee, will ich nicht. Vielleicht liegt was drin. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Es sind mir zu viele Chancen auch in dem Blatt. Ich sag mal so, 23 werde ich noch halten. Wenn er mir 24 bietet, dann soll er spielen. Aber das tut er nicht. Er passt tatsächlich bei 23. Und das ist jetzt der Moment, wo sich ein bisschen zeigen wird, ob mein Bauchgefühl mich trügt oder ob ich eine gute Nase hatte. Kreuz Ass und Kreuz König. Das ist ja immerhin schon mal so, dass ich nicht direkt aufgeben muss. Ich habe jetzt sogar ein ganz gutes Kreuzspiel in der Hand. Den kann ich genauso auch drücken. Aber jetzt habe ich auch irgendwie den Riecher zu sagen, Mensch, vier Volle, wenn es geht, mit Herz Ass und 10 Kreuz Ass und Pik 10 im Keller, die hast du schon jetzt noch einen vollen Stechen. Buben können auch verteilt kommen. Jetzt gehen wir wirklich aufs Ganze und machen da einen Grang draus. Der wird natürlich auf jeden Fall knapp. Das ist kein ganz souveränes, leichtes Spiel. Aber der Kreuz ist auch nicht unbedingt unverlierbar. Manchmal ist der Grang einfach einfacher zu spielen. Und mehr Punkte bringt er natürlich sowieso. Erste Entscheidung im ersten Stich, Herz 7. Ja, da kann man schon mit der Dame schnippeln. Häufig ist ja aus dem König zu dritt oder gar zu viert ausgespielt. Es kann aber auch mal der König hinter dir blank stehen, es kann auch mal ein blankes Ausspiel sein. Bei diesen 10 Augen im Keller habe ich dann doch gedacht, nee, das ist auch riskant, lieber erstmal einmal rauf, das Ding mitnehmen und jetzt einen Buben spielen. Wenn die Buben kommen, sollte das Thema gelutscht sein. Das ist aber nicht der Fall und hier mal ein sehr interessanter Stich. Sieht man nicht oft beim Skat. Beim Grang lässt mich Spieler 2 hier dran, nimmt nicht den Kreuzbuben mit, womit er auch das Tempo gewonnen hätte. Dafür waren ihm dann aber die null Augen von seinem Partner doch zu wenig. Und das sind ehrlich gesagt gar nicht so gute Nachrichten für mich, denn jetzt habe ich erst 25 Augen liegen. Ja, und nicht mehr so viel Rückhalt in der Karte. Herz 10 kann ich noch ziehen, glaube aber nicht, dass ich den König bekomme, wo Herz geöffnet wurde. Kreuz Ass, ja, blanke 10, zwar eine Option, aber auch nicht super wahrscheinlich. Und das war es dann auch schon. Also jetzt suche ich noch nach einer Möglichkeit, irgendwie ein bisschen mehr Punkte aus der Karte rauszuquetschen. Also Pik vom Stich gehen und dann mal gucken, was passiert. Wir brauchen jetzt ein wenig Fortuna. Aha, Pik steht sogar zu viert dagegen bei Spieler 1. Jetzt habe ich natürlich Glück, dass Spieler 2, der den Buben noch hat, Karo abträgt und nicht etwa die Farben, in denen ich meine Vollen noch durchbekommen muss. Und da kommt Karo Ass. Gar kein schlechter Stich erstmal, könnte man denken. Wenn ich jetzt allerdings steche, dann stehe ich erst bei 38 Augen.
habe noch zwei Herz 10 und Kreuz Ass, aber wo soll dann das letzte Bild herkommen? In Kreuz habe ich sie beide selber, in Herz wird wohl der König auch noch bestellt stehen. Also das langt mir eigentlich nicht und ich habe dann auch wenig Varianten, noch irgendwie einen Extrastich zu generieren. Also Fazit, Karo Ass ist zu wenig. Wohl oder übel muss ich weiter zocken und hier die Pik Dame abschmeißen. Vielleicht kommt jetzt Pik Ass hinterher mit einer Schmierung vom Spieler 2. Das war die eine Idee. Oder hier kommt die andere Idee, Karo 10 mit dem Bild. Jetzt schnappe ich natürlich zu, denn bei 25 Liegen habe ich jetzt 40 Augen. Jetzt müssen nur noch diese vollen laufen. Ja, und ich habe die Karte richtig eingeschätzt. Spieler 2 mit den zwei Buben hat aus seinem Herzkönig zu dritt aufgeschlagen. Er muss bedienen und er muss auch Kreuz bedienen. Hui, das sind dann die Momente, wo es die Erleichterung dich übermannt. 61 Augen, hat also hingehauen, nochmal 184 draufgelegt. Das sind jetzt nach 4 gespielten Päckchen 588 Punkte, also ein Traumstart in das Turnier. Im nächsten Video werde ich euch dann verraten, ob es so gut weitergegangen ist.